So, servus Leute und herzlich willkommen zurück bei einem neuen Video auf meinem Kanal Peak 7. Ja, gut, kurze Erklärung. Es gibt wieder mal ein neues Video auf meinem Kanal. Meine Stimme ist etwas rau, da ich gerade erst aufgestanden bin. Und ja, gut, ich zeige euch mal kurz einen Überblick. Über mein Zimmer ist hier ein bisschen Chaos gerade. Nicht schön aufgeräumt, müllig rum und was auch immer. Hier viele Kartons und hier ein bisschen Hardware. Dazu kommt aber dann noch extra Video, weil ich meinen PC auch noch aufrüsten werde, heute auch noch. Licht ist ja auch ein bisschen scheiße, ne? Aber ist egal. Ich erkläre euch mal kurz, warum es hier heute wieder mal ein Video gibt und ja, was hier eigentlich jetzt abläuft bei mir. Das ist hier übrigens mein erster Vlog und ja, wird wahrscheinlich auch für sehr lange Zeit mein letzter bleiben. Das mache ich jetzt einfach nur, weil ich mein Zimmer ein bisschen umgestalten werde. Und ich euch da mitnehmen werde und euch das so ein bisschen zeigen werde und wie das dann auch im Endeffekt aussieht. Und ja, dafür muss ich aber hier zuerst noch meine ganzen elektronischen Geräte wie Fernseher, Monitor, Computer, das ganze Zubehör hier, alles, was auch immer, Lampen, Subwoofer und alles Mögliche auf jeden Fall mal hier wegräumen, damit ich die Tische frei habe. Denn mein Bett hier kommt an die Fensterseite und mein Schreibtisch kommt dann hier an diese Seite nochmal um 90 Grad gedreht, damit ich hier in der Ecke sitze und dann hier rüber so die Monitore stehen. Und da habe ich mir auch noch ein paar kleine Sachen gekauft, die ich dann wunderbar auf meinem neuen Schreibtisch positionieren kann. So wie zum Beispiel eine richtig geile Monitorhalterung für zwei Monitore. Also mit zwei Armen und ja, Kabelleiste, ein bisschen was mit LEDs und der Fernseher hier von Samsung wird hier auch an die Wand montiert werden, so dass man den ja um 180 Grad bzw. um 90 Grad in jede Richtung drehen kann, damit man von der Computerecke Games zocken kann oder Fernsehen schauen kann und auch von der Bettseite. Gut, das war's jetzt mal vom ersten Teil. Ich räume das jetzt ab. Ich könnte das jetzt natürlich auch aufnehmen und den Zeitraffer danach stellen. Werde ich vermutlich auch ein paar Mal machen in diesem Video, da das wirklich noch viel Arbeit ist, werde ich das einfach mal kurz überspringen und ihr seht das dann gleich, wie es aussieht. So, da bin ich wieder zurück. Nach einem kleinen Update jetzt hier im Zimmer. Hier ist alles leergeräumt, wie ihr seht. Hier ist noch das Leintuch von dem Bett, das jetzt ein bisschen kleiner wirkt. Die Matratzen habe ich rausgeräumt, sonst wäre das hier ein bisschen zu eng. Gut, ich habe euch ja vorhin erklärt, dass der Schreibtisch jetzt hier hinkommt. Bevor ich das wieder mache, ihr seht es, der Boden ist absolut staubig, weil das Bett hier schon seit einiger Zeit steht und ich nicht so weit in das Bett reinsauge. Ich bin nicht so ein Reinheits, ja, Fetischist ist das falsche Wort vielleicht, aber mir reicht es, wenn der Boden, auf dem ich gehe, übertretbar ist und deshalb sieht das bei mir hier so aus. Als nächsten Schritt werde ich dann hier eben saugen und dann den Schreibtisch mal hier rüber bewegen und hier alles freiräumen, in den Ecken die Lampe weg und dann kommt das Bett hier zum Bett, wo ich darauf achten muss, dass es nicht zu nah am Heizkörper steht, denn sonst kann ich hier im Winter nicht heizen, ohne dass das Bett, ne, abfackeln wird es nicht, aber dann wird es hier drin nicht viel warm werden, sondern nur das Bett und das ist nicht gut. Und ja, das war ein kurzes kleines Update. So, servus Leute und ja, willkommen bei dem nächsten, bei dem weitergehenden Teil dieses Videos. ganz kurz erklärt, hier sieht es wieder ein bisschen anders aus, soll auch so sein. Und jetzt werde ich hier eine Monitorhalterung installieren. Installieren, anschrauben halt einfach. Für zwei Monitore. Ihr wisst, habe ich zwei Monitore, oder wie ihr es wissen könntet, wenn ihr mal Videos von mir gesehen habt. Deshalb werde ich das Ding jetzt einfach festschrauben und die Monitore dazu. Das Ganze werde ich ganz vermutlich mit Zeitraffer machen, weil ich noch aus dem Raum raus muss, während ich das mache. Deshalb wird das ab jetzt im Zeitraffer losgehen. Bis dann! Thank you.
So, und jetzt sind wir wieder in meinem Zimmer. Ich habe gerade vorhin den Monitor aufgebaut, wie ihr gesehen habt. Ich zeige euch das Ganze nochmal. Ich habe mittlerweile eine kleine Pause angelegt und währenddessen meinen Computer neu aufgesetzt. Das musste ich ja machen wegen, wollte ich zumindest machen wegen dem neuen Mainboard. Und ja, ihr seht jetzt meine derzeitige Situation. Noch nicht so spektakulär, obwohl ich sagen muss, mir gefällt das wirklich richtig gut mit den Monitoren. Ich hatte vorhin, ich hatte immer das Problem, dass hier dann so schon vom Monitor die Halterung war und mit der Maus dann immer so gegengekommen bin. Dieses Problem existiert jetzt nicht mehr. Und ich finde, das sieht einfach optisch viel geiler aus. Ich werde mir noch überlegen, ob ich die Monitore vielleicht eventuell noch ein paar Zentimeter nach unten setze. Oder ob ich das so schräg auf mich runter schauen lassen soll. Und ja, da fehlt halt noch ein bisschen was. Ich zeige euch mal kurz noch. Hier habe ich noch Kabelkanäle. Die setze ich dann hier hinten so hin. Das sieht hier alles noch chaotisch aus. Das wird dann alles viel ordentlicher aussehen. Hier drauf so. Von hier weg bis da drüben. Und da hinten verschwinden dann die Kabel sowieso in diesem kleinen Schacht hier. Wie man sehen kann, und das geht dann nach vorne zur Steckerleiste bzw. die DVI, HDMI und DisplayPort Kabel hier lang. Gut, hier habe ich noch was anderes Cooles am Boden liegen. Das kommt aber dann wahrscheinlich erst morgen zum Einsatz. Dafür brauche ich auch diese Bohrmaschine. Das ist nämlich eine TV-Wandhalterung. Die kommt dann direkt hier hin. Also hier bündig mit diesem Kasten an diese Mauer, damit der Fernseher dann hier so hin zeigt. Und das Besondere hierbei ist, dass ich den Fernseher hier in diese Richtung drehen kann, dass ich hier in dieser Position Fernsehen bzw. zocken kann und auch wenn ich im Bett liege. Da brauche ich den Fernseher einfach nur mit der Hand schnell umdrehen, schwupps, und alles ist perfekt. Dann werde ich hier auch noch mit dem restlichen Kabelkanal hier so ein bisschen runterbauen, damit man die Kabel nicht so runterhängen sieht hier. Und das Ganze wird dann hier angesteckt. Vielleicht brauche ich dann hier noch zwei Löcher, so wie da drüben, damit ich eine andere Steckerleiste hier noch montieren kann. Das ist übrigens eine richtig geile Steckerleiste. Die ist von, wie hieß die Firma nochmal? Brennenstuhl. Oder so. Deutsche Firma. Sieht richtig gut aus und hält auch was aus. Das heißt, ich kann hier so ziemlich alles anschließen, was ich will. Und passieren tut nichts. Außer das Ding könnte kaputt werden, aber meine Geräte selber nicht. Ich kann euch noch mal einen kurzen Einblick in meinem PC geben. Ja, Kabelsalat ist momentan noch ziemlich am Werk. Werde ich noch ein bisschen beheben, bevor ich die Abdeckung wieder drauf mache. Da oben habe ich gerade mein portables Laufwerk angeschlossen, da ich hier den Treiber brauchte für die LAN-Verbindung, damit ich ja, meine Treiber installieren kann. Den NVIDIA-Treiber habe ich auch gerade installiert, das heißt, ich habe hier alles schon schön. Aber bevor ich jetzt hier den zweiten Monitor anschließe, will ich hier eben den Kabelkanal festmachen, damit das ein bisschen Hand und Fuß hat und die Kabel dann direkt in den Kabelkanal verlegt werden können und ich dann später nicht noch alles mal zerlegen muss. Gut, was passiert hier eigentlich noch? Nicht so viel. Ich habe da drüben noch eine Leiste, die 2 Meter Ding, die ihr seht hier. Das ist, ihr seht ja, wie das aussieht. So eine kleine Leiste, die ich hier an diese dran kleben werde, auf diese Kante. Und darin kann ich dann LED-Stripes verbauen. Und dann habe ich hier ein bisschen LED-Licht von hier bis dahin. Vorerst wollte ich das über die ganze Länge machen, doch hier ist leider jetzt der Arm. Und das würde dann blöd aussehen, wenn das hier in der Mitte mal kurz geteilt ist. Und ist auch nicht so leicht zu managen mit dem Kabel hier drüber. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, dass ich das so mache. Und ja, dann habe ich noch ein bisschen Leiste übrig. Vielleicht
Brauche ich dann hier unten dran noch was? Keine Ahnung. Mal sehen. Ich habe hier noch Optionen offen. Hier jedes Regal absolut vollgeräumt, weil ich ja mein Zimmer hier komplett umgestaltet habe. Und ja, das war ein kurzes Update. Ich fahre dann später in die Firma, werde das zurechtschneiden. Das ist nämlich Aluminium, das geht nicht so einfach per Hand. Zumindest habe ich keine Säge dafür zu Hause. Und in der Firma nehme ich einfach den Winkelschleifer und den mache ich tack und fertig. Das gleiche mit der Leiste hier. Der muss ich aufpassen, wie ich die transportiere. Gut, dann muss ich noch zum Baumarkt eben die LED-Stripes kaufen. Und dann muss ich noch... Ne, stimmt gar nicht. Beim Baumarkt brauche ich was anderes. Ich fahre dann später zum Saturn, dort kaufe ich die LED-Stripes. Gut. Ja, das war's jetzt eigentlich von diesem kurzen Update. Ich mache das Video immer so in Abteilungen. Wie so übrigens der Polaroid Tri-Top-Dingesbumsen, mit dem ich euch hier oben gefilmt habe. Gut, wir sehen uns dann demnächst wieder. Weil ich hier wieder ein bisschen fortgeschritten bin, kann sein, dass das überhaupt erst morgen ist. Je nachdem, wie viel ich heute noch reisen werde. Deshalb wünsche ich euch vielleicht schon mal einen guten Abend und bis gleich. So, und da sind wir wieder zurück im Video. Immer noch im gleichen. Ich vergesse das immer. Gut, es gab wieder ein etwas größeres Update. Zum Schluss hattet ihr, glaube ich, gesehen, wie ich meine Monitore montiert habe. Kann das sein? Ich glaube ja. Auf jeden Fall haben wir mittlerweile schon den nächsten Tag. Ich habe schon in meinem neuen Zimmer geschlafen, sozusagen. Ich zeige euch jetzt mal kurz. Das sieht nämlich richtig geil aus, irgendwie. Dafür drehe ich mal hier die Kamera. So sieht das Ganze jetzt von hinten aus. Die Monitore muss ich noch ein bisschen besser justieren. Man sieht hier, die sind noch hier unterschiedlich hoch und haben einen Abstand, aber hier von hinten sieht das eigentlich ganz geil aus. Hier habe ich nämlich einen Kabelkanal gelegt. Den kann man hier so öffnen, will ich jetzt aber nicht, weil dann die ganzen Kabel rausfallen. Das sind jetzt hier die ganzen Stromkabel, Datenkabel, auch hier von der Webcam, von hier von den Boxen hier, und da unten ist auch der Subwoofer. Da habe ich ein bisschen improvisieren müssen, dass ich das hier alles so reinkriege. Mit den LEDs kann ich hier auch ein bisschen rumspielen, wie man sieht. Alle möglichen Farben hier darstellbar. Blau gefällt mir am besten. Gut, hier ist einfach mein Bett. Hier hinten ist noch Chaos. Chaos pur. Was jetzt eigentlich noch am meisten fehlt, ist der Fernseher hier in der Wand. Wollte ich schon mal bohren. Habe aber nur das Gerätchen hier. Mit dem geht es nicht so gut. Deshalb bekomme ich heute Unterstützung mit besserem Werkzeug und ja, mehr Erfahrung sozusagen. So, man sieht jetzt hier meine Gaming-Ecke sozusagen bisher. Sieht recht nice aus, muss ich sagen. Mir gefällt vor. Also die LEDs sehen wirklich geil aus. Da kann mir keiner was sagen. Und der Witz, mir gefällt das so gut. Ich habe jetzt übrigens gerade mal Battlefield am Start, am Laufen. Ich habe gestern meinen PC erneuert, und was ich gerade richtig gut finde, ich habe das Spiel gerade auf höchsten Einstellungen in Full HD mit 127 FPS. Das ist ganz nice. Ich habe vorhin schon auf 4K probiert spielen. Klappt auch jedoch nur mit 30 FPS auf Ultra-Einstellungen, auf Mittel bis Niedrig oder Niedrig bis Mittel funktioniert es dann auch mit 60 FPS. Hier drüben ist nur meine Uplay Spieleliste. Ja, und hier habe ich noch die Steckerleiste montiert. Wie gesagt, hier ist auch noch extrem Chaos, Werkzeug, Messer, alles mögliche. Brieftasche, eine Schüssel, schöne Lampe in der Ecke. Und ja, das Ding muss heute noch montiert werden. Hier die Soundbar von Teufel, die ich habe, die lasse ich einfach hier stehen, weil ich, wenn ich einen Film gucke, den sowieso nur vom Bett aus sehe, zumindest von der PS3 aus. Und ja, was ich dann jetzt hier noch machen werde später, ich werde den Fernseher auch noch an den Computer anschließen. Dafür habe ich hier schon diesen Adapter hier angesteckt. Dafür brauche ich aber ein langes HDMI-Kabel. Aber zum Glück habe ich vorgesorgt. Ich habe sogar zwei Stück davon. 2x5 Meter HDMI-Kabel. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich die hingetan habe. Ach, hier.
Plopp. Die kommen dann von dem Fernseher hier irgendwie, vielleicht hier unten, hinten entlang bis hinten in den Computer rein. Da dürften 5 Meter ausreichend sein. Und hier habe ich eben einen schönen Adapter von HDMI auf DisplayPort Mini. Und ich den jetzt nicht unbedingt per DVI anstecken will. Ich habe jetzt übrigens alle Monitore per HDMI angeschlossen. Vorhin war das noch nie so. Zumindest hier habe ich auch wieder einen Adapter, beziehungsweise ein Kabel von HDMI auf Mini-DVI. Hier habe ich eben den Adapter, wo ich HDMI dazu stecken kann, und hier ist einfach ein Mini-HDMI zu HDMI von diesem Monitor hier. Ganz einfach zu merken, oder? Klar. Gut. Das war es eigentlich wieder von dem Tag. Ich zeige dann später, hier ist ein bisschen dunkel drin, aber das macht jetzt auch nicht unbedingt besser. Zeige ich dann das nächste Mal wieder, wenn der Fernseher montiert ist und die ganzen Kabel angeschlossen sind. Und ja, dann dürfte das Zimmer eigentlich schon fertig sein. Hinten jetzt habe ich noch mein Stativ reingepackt. Und ja, ich sage mal bis gleich, wenn hier der Fernseher wieder steht. Und da sind wir wieder zurück. Beim letzten Teil dieses Videos. Es ist schon wieder ein Tag vergangen. Ich habe den Fernseher zwar gestern noch montiert, jedoch hatte ich dann keine Zeit mehr. Meine Schwester war dann hier, dann kam meine Freundin und ich hatte dann keine Zeit mehr, ein Video aufzunehmen, beziehungsweise auch nicht den leeren Raum dafür. Gut, wie gesagt, ich habe den Fernseher montiert. Ich habe auch meine PlayStation hier schon angeschlossen, meine Soundanlage, meine kleine. Und ich muss eigentlich sagen, das ist alles fertig jetzt. Ich muss nur noch ein bisschen mein Zimmer aufräumen. Und dann ist hier wirklich alles zu 100% fertig. Ich zeige euch das Ganze kurz mal so. Ich drehe mal kurz den Drum herum. Das kennt ihr ja bereits hier aus dem letzten... Ja, das kennt ihr halt schon. Habt ihr gerade gesehen erst. Ich vergesse echt immer die ganze Zeit, dass das immer noch ein Video ist. Ist irgendwie ein bisschen schwer für mich, weil das jetzt schon 2 Tage her ist und ich noch nie so lange an einem Video gearbeitet, kann man nicht sagen, aber ich will aufgenommen habe für ein Video, zumindest in so vielen verschiedenen Tagen. Hier schneide ich gerade das Video, dazu komme ich gleich, ist noch nicht ziemlich aufwendig, ich habe nur die ganzen Teile mal zusammengeschnitten, da fehlt jetzt zum Beispiel noch der Teil, aber jetzt kommt erstmal hier das hier. Ist ja schon wieder ein bisschen unordentlich hier. Batterien, Fernbedienungen, Controller, Brieftasche, Schlüssel, alles mögliche liegt hier. Aber das ist schon ein bisschen Highlight von dem Zimmer, wie der Fernseher hier montiert ist. Richtig geil. Dann setze ich mich einfach mal hier hin. Dann kann ich hier PlayStation zocken. Den Bildschirm als dritten Bildschirm verwenden. Habe ich nämlich hier über HDMI-Kabel. Schwupps. Hier ist der Scheiß schon wieder rausgegangen. Hinten in den Fernseher, in den Computer angeschlossen, ich glaube, das habe ich schon gesagt. Und die PlayStation ist natürlich auch angeschlossen. Meine Soundbar von Teufel ist natürlich auch angeschlossen. Und wie ihr seht ihr, dass ich den Fernseher um 180 Grad, um etwa 180 Grad, gerade gedreht habe. Und ich mich jetzt so ins Bett legen kann und fernsehen kann. Das heißt, ich kann den drehen, so wie ich will und immer, ja, wie ich es gerade brauche eben. Das finde ich richtig cool. Genau, exakt so habe ich mir das vorgestellt und ich bin froh, dass das so funktioniert hat. Und die Wandhalterung haltet wirklich perfekt an der Wand. Ich hatte zuerst Bedenken, weil der Fernseher selber sehr schwer mir vorkam. Der wiegt um die 20 Kilo. Aber ja, es hält perfekt. Es gibt überhaupt gar keine Probleme. Die Kabelverlegung ist auch ganz gut. Verlaufen bis jetzt hier die Wand entlang, das gefällt mir eigentlich überhaupt gar nicht. Aber das werde ich noch ändern. Da kommt dann auch so eine Leiste hin wie hier. Kabel hier einfach, ups. Und hier angeschlossen. Hier war ein Tisch, das ist mir absolut egal, ob hier die Kabel drüber liegen oder nicht. Ein bisschen Chaos darf ich noch haben. Und ja. Ich bin jetzt fertig, wie ich schon gerade ungefähr 10 Mal erwähnt habe. Und
ihr habt es ja gesehen, wie es vorhin aussah und wie es jetzt aussieht. Und ich kann nur sagen, dass ich mit dem Ergebnis wirklich sehr zufrieden bin. Wie gesagt, genau so habe ich mir das vorgestellt hier in der Ecke. Und das wird jetzt auch eine Zeit lang so bleiben. Ich habe sogar noch eine Steckdose frei, weil ich hier so eine mega geile Steckerleiste habe. Aber die habe ich euch, glaube ich, schon 10-mal gezeigt. Und ja, hier ist eben das Video. Da kommt dann noch der Teil dazu, den ich hier gerade aufnehme. Und wenn ich damit fertig bin, wird das auch direkt hochgeladen. Nochmal zu mir jetzt. Hallo. Ich habe ja auch den PC-Zusammenbau aufgenommen. Den gesamten für euch. Den habe ich auch schon gerendert. Da habe ich nur ein kleines Problemchen. Warte mal, habe ich hier sogar. Das ist das Video. Und hier ist die Größe der Datei. Genau 15 GB, Alter. Das habe ich mir schon ausgerechnet, das dauert 4 Stunden bei mir zum Hochladen. Irgendwie nicht so geil. Werde ich dann heute Nacht hochladen. Das heißt, dass dieses Video vermutlich sogar später kommt als das hier. Aber das ist ja nicht schlimm. Gut, das war's jetzt eigentlich von diesem Video hier. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wie gesagt, schon am Anfang vom Video, das ist ein Vlog. Mein erster und vermutlich auch für lange Zeit mein letzter. Ich mache das halt, habe ich einfach jetzt für das hier losgemacht. Was? Habe ich einfach Lust gehabt, dafür ein Video zu machen. Und es hat mir auch Spaß gemacht. Und ich finde, man konnte auch gut sehen, wie ich das hier verändert habe, wie ich das für mich gemacht habe. Und ja, ihr wisst jetzt, wie es bei mir aussieht. So eine Art Roomtour war das jetzt eben nebenbei auch noch. Hier ist ein bisschen Staub auf der Kamera. Egal. Gut, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Es kommen demnächst vermutlich wieder ein paar Let's Plays von mir. Ich will jetzt hier nicht wieder großartige Versprechungen ablegen, aber ich habe wieder Bock und die Zeit vor allem. Und mal sehen, was dabei so rauskommt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.